Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch drei einfache Tipps beim Chippen zeigen, wie ihr mit Hilfe von diesen Toursticks hier euer kurzes Spiel deutlich vereinfachen könnt. Ganz kurz vorweg gibt es jetzt die Basics beim Chippen, bevor die drei Tipps mit dem Tourstick starten. Mein Name ist Karl Füllwock, ich bin Golflehrer am Golfclub von Bockholm und wünsche euch ganz viel Spaß beim kommenden Video. In diesem Video möchte ich euch drei einfache Übungen aufzeigen, die ihr mit diesen Toursticks durchführen könnt, um eure Chip-Technik zu verbessern. Ganz kurz vorweg, die Basics beim Chippen im Setup sind folgende. Bevor wir mit dem ersten Tipp anfangen, sind folgende. Und zwar, das Gewicht sollte auf der linken Seite sein. Meine Ballposition ist mittig bis leicht rechts. Und meine Hände sind ganz, ganz leicht vor dem Ball. Bei der Bewegung sollte jetzt das Gewicht immer auf der linken Seite bleiben und die Handgelenke passiv. Und das ist nachher auch der dritte Tipp. Deswegen bleibt ganz bis zum Schluss dran. Heute soll es also einmal um die Basics beim Chip gehen. Und zwar gibt es da drei Teilbereiche, die ich ansprechen möchte. Einmal ist das Ganze die Ausrichtung, dann geht es um das Ausholen und der dritte Punkt ist das Schlagen durch den Ball. Und für alle drei Themen möchte ich anhand von den Toursticks, die hier auf dem Boden liegen, ein paar simple Tipps geben. Ja? Und zwar das Erste, was ich häufig höre, ist, dass man das Gefühl hat, dass man eher offen zum Ball stehen soll. Ja? Das heißt, dass man leicht links von der Flagge spielen soll. Und da bin ich kein wirklicher Fan von. Was ich aber gerne mache, ist, dass ich sage, okay, ich versuche mich gerade zum Loch auszurichten und dann nutze ich hier mal meinen Tourstick, um meine Füße da heranzustellen. Und was man dann machen kann, ist, dass der linke Fuß sich ein kleines bisschen öffnet. Das finde ich absolut fein. Ja? Also aus dieser Perspektive hier, ich drehe mal den Stick ein wenig, dass man sagt, man richtet den Stick Richtung Ziel aus, stellt sich dann mit relativ schmalen Stand dahin, die Füße sind da parallel zum Boden und jetzt kann man den linken Fuß ein wenig aufdrehen, ja? Sodass man zwar einen offenen linken Fuß hat, aber nicht der ganze Stand offen steht. Das Problem ist nämlich immer, wenn der ganze Stand offen steht, dann hat man häufig ein ungünstiges Ausholen und das führt dann eher zu Komplikationen. Das heißt, wenn ihr einen Tourstick nutzt, um euch eine Ausrichtungslinie zu geben, eine Ausrichtungshilfe zu geben, dann stellt ihr euch erst mit den Fußspitzen daran und dann dreht sich der linke Fuß ein kleines bisschen auf, damit ihr immer noch eine sehr, sehr gute Schwungbahn gleich habt. Und das ist auch schon der Tipp Nummer 2 oder die Übung Nummer 2 mit dem Tourstick. Ich nehme da einmal wieder hier diesen rosanen Tourstick, den sieht man besser vom Kontrast. Und der soll jetzt auch mal ziemlich genau Richtung Loch zeigen. Zur weißen Fahne möchte ich gleich spielen. Und wenn ich mich jetzt mal hier hinstelle in mein Setup, dann ist es jetzt sehr, sehr wichtig, um einen guten Ball-Boden-Kontakt zu haben, dass wir relativ gerade zurückschwingen. Ja, das heißt, wir wollen in einer gerade zurückschwingen. Wir wollen weder um den Körper schwingen, noch zu weit weg vom Körper sein. Und genau das ist immer die Frage, wie soll ich denn eigentlich ausholen? Und das kann uns dieser Stick hier wunderbar symbolisieren, dieser Tourstick. Das heißt, ich stelle mich so hin, nehme mein Setup ein und schaue, dass mein Schläger eigentlich diesen Tourstick niemals kreuzt nach innen und niemals zu weit wegkommt nach außen. Ja? Und dann habe ich eigentlich genau das richtige Ausholen parat. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, okay, jetzt bin ich in der Lage, relativ dicht an diesem Tourstick dran zu bleiben und jetzt kann ich mich durch den Ball hindurch bewegen und einen guten Ballkontakt relativ einfach erzeugen. Ja, also Punkt Nummer 1, Ausrichtung mit den Füßen und dem Tourstick. Punkt Nummer 2 beim Ausholen. Wir wollen darauf achten, dass wir relativ gerade ausholen und dann durch den Ball hindurch schwingen. Und das können wir eben wunderbar mit diesem Tourstick hier visualisieren. Wenn ich jetzt in diese Richtung schwinge, bin ich zu sehr innerhalb. Wenn ich in diese Richtung schwinge, bin ich zu sehr außerhalb. Und wenn ich aber gerade zurückgehe, also mein Schlägerkopf die ganze Zeit sehr, sehr dicht an diesem Tourstick hier dran bleibt, dann hole ich genau richtig aus und dann ist es relativ einfach für mich, einen knackigen Ballkontakt hinzubekommen.
Kommen wir zum dritten Punkt, den wir üben wollen. Das ist das Schlagen. Und das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wir möchten üben, dass meine Hände relativ passiv bleiben. Ja? Und zwar, wenn ich jetzt aushole hier in meiner schönen Geraden mit dem Tourstick und dann durchschwinge, dann seht ihr in der Endposition, bildet mein linker Arm und mein Schlägerschaft eine Gerade. Ja? Das machen nahezu alle guten Spieler so. Das heißt, wenn ich jetzt mich hier hinstelle und dann meine Bewegung mache, und auch meinen Ball schlage, dann ist zwischen meinem linken Arm und meinem Schlägerschaft diese eine Linie. Bei ganz, ganz vielen nicht so guten Chippern, da sieht das Ganze so aus, dass immer die Handgelenke viel zu sehr im Wege sind, beziehungsweise viel zu aktiv sind. Und dann ist es häufig so, dass der Ball eher getoppt wird. Ja? Jetzt seht ihr hier, ist zwischen meinem linken Arm und meinem Handgelenk ein kleiner Winkel. Und wie ihr es schafft, dass ihr jedes Mal diese Gerade hier erzeugen könnt, also eure Handgelenke passiv halten könnt, das lernt ihr mit dem Tourstick Drill Nummer 3. Und zwar schnappt ihr euch einen Tourstick, nutzt diesen Tourstick so, dass ihr zwischen dem Schlägerschaft hier und dem Tourstick eine gerade Linie bildet. Und jetzt haben wir eine verlängerte Schaftlinie sozusagen. Und jetzt stellt ihr euch ganz normal ins Setup und macht ein paar kleine Chips. Und schaut, dass jetzt dieser Tourstick euch hier nicht selbst trifft. Ja? Das heißt, wenn ich das mache oder falsch mache, meine Handgelenke zu aktiv sind, dann treffe ich mich mit dem Tourstick selbst. Und ja, das wollen wir natürlich nicht. Dann wären die Handgelenke viel zu aktiv und das wollen wir vermeiden. Ich probiere das Ganze jetzt einmal mit dem Ball. Tourstick in Verlängerung des Schaftes. Stelle mich hier hin. Versuche 1-2 lockere Schwünge zu machen. Ich möchte mich nicht treffen mit dem Tourstick. Und dann versuche ich ihn an die Flagge zu spielen. Und auch hier seht ihr wieder, mein linker Arm und mein Schaft sind in einer Linie. Und wenn ihr darauf achtet, dann sollte euch auch gelingen, sehr, sehr saubere Ballkontakte beim Chippen zu haben. Fassen wir das Ganze noch einmal kurz zusammen. Was waren jetzt diese drei Tipps, damit ihr immer wieder kontrollieren könnt, ob ihr das Ganze richtig macht? Nummer 1 ist, ihr nehmt euch einen Tourstick und richtet diesen zum Loch aus. Stellt dann eure Fußspitzen daran. Relativ enger Stand. Wer möchte, kann jetzt den linken Fuß ein wenig öffnen, um eine angenehme Drehung zu ermöglichen. Ja? Wir wollen nicht von vornherein uns offen hinstellen, also nicht sowas, weil das führt häufig zu einer eher schlechten Schwungbahn. Tipp Nummer 2. Ihr versucht wieder diesen Stick möglichst Richtung Loch auszurichten und achtet jetzt darauf, dass ihr relativ gerade aufschwingt. Wir wollen weder innerhalb des Sticks schwingen, dann können häufig fette Treffer passieren und wir wollen auch nicht zu weit, zu steil ausholen, denn dann können eher dünne Kontakte passieren oder auch mal, wenn es schlecht läuft, ein paar Sockets entstehen. Punkt Nummer 3, damit wir die Handgelenke vor dem Ball kriegen, nehmt ihr einen Tourstick hier in Verlängerung des Schaftes und schaut jetzt, dass ihr die Handgelenke passiv lasst, also euch selbst nicht trefft. Ja, das hier, mein Tourstick, trifft mich jetzt nicht. Wenn meine Handgelenke zu aktiv sind, dann treffe ich mich selbst. Schaut, ob ihr diese Tipps sowieso schon umgesetzt habt oder ob sie eurem kurzen Spiel helfen, mehr Klarheit und mehr Einfachheit zu geben. Ich wünsche euch jetzt wie immer ganz viel Spaß beim Üben. Bis bald.